Schönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Terraria. Ja, letzte Folge haben wir uns das schicke Teil hier besorgt. Es ist eine Höllenrüstung. Sie ist schön. Ja, sie ist schön. Was wir aber nicht gemacht haben, wir haben nicht so... Was ist das denn? Orangenes Blaukraut. Ah, alles klar. Wir haben noch nicht unsere Sachen sortiert. Wir sortieren jetzt erstmal eben kurz ganz schnell. Das heißt, wir machen eben mal hier die Tupfosse weg. Dann haben wir hier Tränke. Ne, das sind keine Tränke. Das sind Tränke. Ich mache die Tränke auf. So, da haben wir die Tränke. Einmal bitte sortieren. Sehr schön. Ich weiß gerade nicht, wohin mit dem anderen Stuff. Erze und Barren. Da haben wir auf jeden Fall den Höllenstein. Da haben wir jetzt auch schon genügend von. Obsidian Ziegel, das gehört zu den Ziegeln. Das hier ist Trank. Da waren die Tränke. Den nochmal eben da rein. Eisenerz. Erze. Da einmal Eisenerz rein. Golderz, Wolframerz. Kupfererz. Sortieren bitte. So, der Rest kommt woanders rein. Pflanzenzeug. Da kommt auf jeden Fall hier die erstmal rein. Das Wasserblatt. Leuchtwurzel. Glühender Pilz. Und das war's erstmal. Ausrüstung, die Taucheruhr und die Taucheruhr. Der Nachtsichthelm. Wo habe ich den denn schon wieder her? Ich krieg manchmal hier Sachen zusammen. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. So, Grundblöcke. Da haben wir den Dreckblock. Das ist ein Grundblock. Sandsteinblock. Steinblock. Ascheblock. Hatte ich nicht eine Kopie mit Ziegeln? Da sind Ziegel. Granitblock ist ein normaler Block, ne? Ja. So, glatter Granitblock haben wir auch drin. Wüstenfossil. Ja, da weiß ich wieder nicht, wohin damit. Warte mal, habe ich nicht eine Kiste mit Monster Drops? Munition, Waffen, Werkzeug. Ja, alles klar. Hier, komm. Umbenennen. Seid ihr live dabei? Das ist Monster Drop. So, da kommt auf jeden Fall das hier rein. Das hat ein Monster auf jeden Fall gedroppt. Die Slimes haben Monster gedroppt. Obsidian. Oh, guck mal, da haben wir noch Obsidian. Wir haben eigentlich genug Obsidian. Ich weiß gar nicht, warum ich das gefarmt habe. Egal. Pflanzenzeug. Puh. Ja, der Rest ist ungewiss. Können wir hier nochmal Kleidung reinmachen? Wie nenne ich das denn am besten? Einfach nur Kleidung, ne? Kleidung. So, das ist nun Mode-Item, Mode-Item, Mode-Item. Das hier sind Ausrüstung. Das sind... Was mache ich mit euch? Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Wir bringen erstmal den Rest oben weg. Das gehört woanders hin. Das gehört auch woanders hin. Jetzt können wir auch mal ein bisschen was von hier oben wegsortieren. Das, was ich eigentlich offscreen gemacht habe und wo ich sehr lange für gebraucht habe. Guck mal, da sind wir hier, hier. Da haben wir noch Spinnennetze. Da kommt nochmal das rein. Das ist ein Monster Drop. Ich muss mal kurz gucken. Der Eisenbahn gehört hier auch nicht rein. Ich weiß gar nicht, wie der den hier reinsortiert hat. Kleidung, Kleidung. Monster Drop. So.
Dann haben wir hier Kleidung, die hier reinkommt. Monster Drops. Das haben wir das hier und das hier. Das hier und das hier. Der kommt nochmal da hinten rein. Ja, wir sortieren jetzt nochmal ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen sortieren, Freunde. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht die ganze Folge jetzt. Ich habe damit den ganzen Tag verbracht, zu sortieren. So. Alles klar, das haben wir auch schon mal. Dann würde ich vorschlagen, wir machen unsere ganzen schwachen Heiltränke zu hier mittleren Heiltränken. Das sind normale Heiltränke, ne? Ja. Dafür brauchen wir glühende Pilze. Kommen wir mal beim Pflanzenzeugs. Haben wir glühende Pilze? Böser Pilz. Nein, das ist auf jeden Fall nicht der richtige. Grüner Pilz. Glühender Pilz. Hier, guck mal. Da haben wir doch genug von. So. Was brauche ich denn dafür? Heiltränke und nur die glühenden Pilze, okay? Dann nehmen wir die doch erstmal mit. Jetzt sollten wir theoretisch hier genau Heiltränke machen. So. Dann werten wir jetzt mal eben unsere Heiltränke ein bisschen auf. Wir brauchen aber mehr. Und zwar brauchen wir mehr glühende Pilze. Für zwei Heiltränke kriegen wir... Und einen glühenden Pilz kriegen wir einen normalen Heiltrank. Das heißt, wir bräuchten hier 30, 60... 60, wir brauchen 30 glühende Pilze. Die finden wir in einem Pilzbiom. So, und jetzt müssen wir nochmal gucken, wo war denn ein Pilzbiom hier? War das ein Pilzbiom? Ich weiß es. Ich weiß leider nicht, wie ein Pilzbiom aussieht von außen. Oh, hier ist eine Bienenwabe. Ich habe leider keine Ahnung, wie ein Pilzbiom von außen aussieht. Ja, hier wird keins sein. Das ist hier dieser Käfig gewesen. Ja, okay, das bringt mich jetzt gerade nicht sehr viel weiter, was ich hier mache. Ich gehe mal einfach davon aus, dass das hier ein Pilzbiom ist. Das heißt, wir müssen beim Langgang nochmal einmal eben runter. Wir müssen Fackeln mitnehmen. Wir müssen unbedingt Fackeln mitnehmen. Und unser Geld sollten wir nochmal eben loswerden. So. Einmal eben das Geld loswerden. Ich glaube, in einer der Truhen müsste eine Fackel sein. Nehmen wir schon mal 40 Fackeln. Aber ich hatte mehr. Ich habe doch keine 40 Fackeln ausgegeben. Oder sehe ich die gerade mal wieder nicht? Sind wir heute schon wieder blind? Ich glaube schon. Ja, egal. Komm. 35 Fackeln müssen reichen. Erstmal. Na, was machst du? Woran? Was war es denn jetzt schon wieder? Ich sehe nichts. Oh, wie nervig. Okay, ich muss unbedingt mehr Licht machen. Bin ich schon zu weit jetzt? Ja, natürlich bin ich zu weit. Warum? Weil wir nichts gesehen haben. Hast du super gemacht, Icon. Das wollte ich auch eigentlich nicht machen. Ah, gut. So, jetzt achte ich aber drauf, dass wir nicht dran vorbeifliegen. Schon wieder irgendwo hängen geblieben. Warum? Irgendwie hier muss es sein. Schon wieder zu weit, ne? So, hier müssen wir hin. So. Können die mich nicht einfach in Ruhe lassen? Das ist ein Pilzbiom, oder nicht? Was ich hier gerade entflutet habe, vorhin. Letzte Folge. Ja, das ist ein Pilzbiom. So, da müssen wir jetzt einfach nur hier die Pilze abgriefen. Einsammeln. Was mache ich denn hier? Guck mal hier. Ein Dünnerpilz, zwei, drei. So, davon brauchen wir jetzt 30 Stück. Ja, natürlich. Da war eine Steinfalle.
So, die nehmen wir jetzt alle mit. Darf ich bitte? Darf ich da? Dankeschön. So. Wir nehmen die jetzt einfach alle mit. Ja, keine Sorge, das Ding nehme ich auch hier mit. Dafür brauche ich jetzt eine. Ernsthaft, dafür brauche ich jetzt eine Axt. Oh, wow, dafür brauche ich echt eine Axt. Ja, danke. Okay, 14 Stück haben wir schon mal. Ich hoffe, dass wir genug zusammenkriegen. Scheint mir aber fast nicht so. Haben wir noch ein Pilzbiom? Mal kurz gucken. Also wenn das eins war, dann wird das hier auch eins sein. Hoffe ich mal ganz stark. Mal eben die hier alle wegnehmen. Das hier mal eben öffnen. Ja, danke. Sehr schön, das sieht aus nach einem Pilzbiom. Und was für ein wunderschönes Pilzbiom. Wir haben das beste Pilzbiom gefunden. So. Ich will mich ja quasi für den Endkampf oder für den Pre-Hard-Mode-Kampf will ich mich ja wappnen. Und da muss ich ja eben halt die ganzen Sachen jetzt sammeln. Erstmal. Kriege ich eigentlich auch Sporen? Pilzsaat, sehr schön. Die kann ich dann nachher bei mir einpflanzen. Ja. Ah, okay. Na komm. Sehr schön. So, das haben wir auch. 26, 27. ...28... ...zwei Stück fehlen... ...29... ...30! So, sehr schön! Und ab nach Hause! Und dann können wir jetzt hier einmal in die Kiste gucken. Oh, wir haben einen Trank mehr. Warum auch immer. Gut! Ich brauche 60, ne? Oh Mann, ich brauche 60 davon. Ja, und nimm einen am besten noch davon. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Ha. Hm. Ich habe doch eine Truhe mit Werkzeug, oder? Werkzeuge. Müsste da nicht eine Axt drin sein? Müsste da nicht eine bessere Axt drin sein? Ich spiele mich gerade trollen. Ich müsste doch eine bessere Axt haben. Da ist keine Axt drin. Hier kommen erstmal. Das kann ich dann aber mal später wieder sortieren. Habe ich keine bessere Axt? Das glaube ich nicht. Nie eine bessere Axt gecraftet. Eine Truhe habe ich da noch halt. Aber ich glaube nicht, dass da müsste eigentlich nur Kleidung drin sein. Gegenstände. Für den Hausbau. Krass, ich habe keine bessere Axt. Das ist, das macht mich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Nehmen wir noch mal ein bisschen Höllenstein mit. Da müsste ich, glaube ich, eine Axt rauskriegen. Nehmen wir die doch einfach. Okay, das war jetzt ein bisschen übertrieben, dass ich gerade die nehme, aber hey, komm. Wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch gleich eine gute Axt nehmen. Ich meine, die können wir später vielleicht auch nochmal gebrauchen. Bestimmt irgendwann. Schon wieder den Einsatz verpasst, ne?
Vorsicht, ich komme hier mit meinem langen Juju. Okay, ich habe gerade selber gemerkt, wie falsch das klang. Oh Mann. So. Da einmal ein Ding hin platzieren. Herzhaft! Wo kommt der denn her? Wie viel gab das jetzt? 6 Stück für so einen großen Pilz. Das war aber eine. Das ist, oh, die wachsen immer wieder neu, oder? Kann das sein? Oder habe ich die vorher nicht abgebaut? Nee, ich meine, den habe ich vorhin abgebaut. Anscheinend wachsen die neu. So, jetzt können wir noch mal eben kurz andere Spielereien mitnehmen, wie hier. Dann noch so ein bisschen Kupfer, dann noch ein bisschen Gold. Na komm. Wenn wir schon hier unten sind, können wir auch gleich die Erze mitnehmen. So. Dann brauchen wir nochmal 30 Stück von den Dingern. Puh, ist ja auch gar nicht anstrengend, ne? Ist ja auch gar nicht anstrengend. Wir gehen mal einfach nach unten. Schönen guten Tag. Ich will einmal Pilze mitnehmen. Die hat halt auch eine Tochuhr gedroppt. Und ich wundere mich die ganze Zeit, wo die Dinger herkommen. Kriege ich dadurch auch... Ach was, das gibt auch Pilze. Ja, danke. 27, 28, 29, 30. So. Oh, sehr schön, haben wir das wenigstens schon mal geschafft. Der kann weg. So. Genau, jetzt haben wir's. So, jetzt haben wir einmal wunderschön viele Tränke. Freunde, und damit war's das erstmal für diese Folge. Ich danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge Terraria. Macht's gut, bye bye.